Es ist mal wieder Zeit für einen neuen Disney Haul. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und es ist mal wieder Zeit für einen Disney Haul und zwar aus dem Monat Mai. Ja, wir haben jetzt schon fast Mitte Juni, aber dadurch, dass wir letzte Woche im Phantasialand waren, ging das Video am Sonntag online, deswegen hat sich der Haul ein bisschen verschoben. Viele fragen schon, wann kommt denn der Haul? Kommt überhaupt ein Haul? Keine Sorge, auf mich ist Verlass. Ich gehe immer irgendwas shoppen von Disney. Jeden Monat, also gibt es auch wieder einen Disney Haul. Ja, ich guck mal so zu meiner Rechten. Also wir haben viel aus Disneyland Paris dabei. Auch viel aus Shop Disney und dann so viele kleineren, einzelnen Kram. Und ja, ich zeige euch natürlich wieder alles, sage euch die Preise und wenn es die Sachen online gibt und wenn es sie auch noch online gibt, verlinke ich euch sie unten in der Infobox. Wie immer, und wenn ihr neu auf meinem YouTube-Kanal seid, würde ich mich über ein Abo freuen und natürlich einen Daumen hoch nach oben und wenn ihr die Glocke aktiviert, denn dann verpasst ihr keines der neuen Videos. Hier gibt es Videos aus dem Disneyland Paris vor allem, aber auch aus anderen Freizeitparks wie dem Phantasialand oder dem Rolantica, wo wir, also ich nehme das Video heute an einem Donnerstag auf. Wir sind jetzt am Samstag bei Rolantica. Wenn das Video online ist, waren wir aber schon bei Rolantica. Das Video kommt aber erst noch online. Bisschen kompliziert. Auf jeden Fall gibt es hier immer auch verschiedenen Content, nicht nur Disney-related. Aber ihr habt in den Disney Hall eingeschaltet, deswegen gibt es die Sachen, die ich von Disney im Mai geshoppt habe. Starten wir heute mal mit Shop Disney. Und ja, es gab zwei neue Kollektionen, wo ich ein paar Sachen von gekauft habe. Einmal von den Munchlings und einmal, jetzt muss ich gucken, wie das ausgesprochen wird, Joey Clue. Keine Ahnung, wird das ausgesprochen? Auf jeden Fall gibt es zwei neue Kollektionen. Und davon habe ich mir als was gekauft. Fangen wir mit der Joey-Kollektion an. Und zwar einmal die Ohren. Und ja, wie ich habe eben erwähnt, heute ist Donnerstag. Und heute, und ich weiß nicht, ob es wirklich nur heute ist, gibt es die Sachen auch im Disneyland Paris zu kaufen. Es gab ja auch schon mal diese rosane Plüschkollektion. Und die war ja auch nur für Jahreskarteninhaber zu kaufen im Park. Und nur an ein oder zwei Tagen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie sie mit dieser Kollektion fortfahren. Weil die haben geschrieben, heute im Storybook Store, nur für Jahreskarteninhaber etc. pp. Und diese Kollektion ist echt mega schön. Also ich habe mir mal die Ohren gekauft. Dazu gibt es ein Spirit Jersey. Und was bei uns online nicht gab bei Shop Disney, obwohl man muss ja sagen, der Spirit Jersey war auch noch nicht online. Der steht immer nur bald online. Jeden Tag um 9 Uhr gucke ich online. Kommt dieser Spirit Jersey jemals online? Bis heute kam er nicht online, aber es gibt ihn heute im Park. Und die liebe Nadine bringt mir einmal den Spirit Jersey mit und Brina und mir den passenden Hut mit dem Design. Ein Fischerhut. Ja, ihr seht später, ich habe noch zwei Fischerhüte in diesem Haul. Auf jeden Fall bringt sie mir den Jersey und den passenden Fischerhut mit. Seht ihr dann im Juni-Haul. Bin sehr, sehr happy, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Sachen noch gibt, wenn wir nächste Woche da sind, ob das nur so ein Tagesding ist. Ich weiß auch nicht, was sie mit den anderen restlichen rosa Plüsch-Sachen gemacht haben, wenn sie die nicht verkauft haben. Egal, anderes Thema. Auf jeden Fall gab es einmal die Ohren. Ich weiß, hier ist wieder kein Preis dran bei Shop Disney. Ich glaube, sie haben 30 gekostet, aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Und ob sie noch online gibt, keine Ahnung. Wie gesagt, wenn, dann packe ich euch den in die Infobox, aber es ist richtig süß. Schaut euch diese Motive an. Und dann dieser und dann der passende Fischerhut. Richtig schön. Auch aus der Kollektion habe ich mir noch die Tasse bestellt. Die ist nicht sonderlich groß, aber dennoch mit diesen 3D-Effekten super süß und im Schloss hier drauf. Und natürlich weiß ich auch nicht, was die gekostet hat, weil die auch keinen Preis dran hat. Ich muss nur bei Shop Disney gucken. Die lasse ich dann auch hier in der Schweiz, weil ich habe bisher nur eine Weihnachtstasse von Disney. Und dann wird die Tasse hier auch noch, darf hier noch vorübergehend einziehen. Ja, jetzt muss ich tatsächlich mal gucken, ob es die Sachen noch gibt und was sie gekostet haben. Also schnell mal nachgeguckt. Die Ohren waren tatsächlich 35 Euro und die Tasse 20 Euro. Es gibt auch noch einen Loungefly
Und wie gesagt, den Jersey, der steht immer noch bald online. Also wenn ihr den Jersey haben wollt und ihn nicht aus Paris bekommen habt, dann haltet die Augen auf Shop Disney Online. Ich muss es jetzt zum Glück nicht mehr machen. Die Ladin hat mir den jetzt mitgebracht. Aber die Ohren sind, glaube ich, hier bei Shop Disney 5 Euro teurer als im Park. Das weiß ich jetzt aber nicht. Ich habe die jetzt hier. Natürlich hätte man jetzt im Park mit Jahreskartenrabatt kaufen können. Aber so ist das immer im Disneyland. Man weiß nie, das ist ja eine amerikanische Kollektion. Ob das jetzt, also die meisten Kollektionen kommen halt nie nach ins Disneyland Paris. Und dann kommt auf einmal spontan wieder, ja, die Kollektion kommt jetzt an dem und dem Tag für einen Tag, nur für Jahreskarteninhaber in den Store. Das kann man ja auch nicht voraussehen. Bei der Bestellung von der Jimmy Choo Kollektion, war das? Ne, Joelle Choo. Jimmy Choo ist was dran. Jimmy Choo ist ein Designer. Gab es einen Wally-Schlüssel dazu, weil an dem Tag, wo ich bestellt habe, war irgendwie Wally-Tag. Ich sammle diese Schlüssel nicht mehr, war halt gratis drin. Keine Ahnung, was ich damit mache. Und dann habe ich mir natürlich was aus der Munchling-Kollektion bestellt. Und die war richtig süß. Also bisher konnte ich bei den Munchlings mich ganz gut zurückhalten, was eigentlich nur Plüschtiere waren. Aber jetzt kamen Ohren und Tasche und Rucksack. Und ich zeige euch jetzt mal die Ohren. Sind die nicht süß? Sind die nicht knuffig? Mit der Erdbeere und dann zeige ich euch den passenden Rucksack gleich dazu. Also das ist ein Outfit für nächste Woche, wenn ich im Park bin, für den Sonntag. Ich finde es einfach zum Anbeißen süß. Ja, die Ohren haben wieder keinen Preis. Ich gucke gleich nach den Preisen. Ja, und passend dazu gab es dann den Munchling-Rucksack Minnie Maus als Cupcake. Und ja, ich habe gesagt Rucksack. Hier habt ihr mal die Straps und hier könnt ihr was reintun. Es ist jetzt nicht der Rucksack, wo ihr viel mit reinpacken könnt. Und ich muss mich tatsächlich dann auch mal reduzieren, was ich mitnehme. Eigentlich ist das dasselbe Problem wie bei den Loungeflies, wo ich sage, da ist eigentlich viel zu wenig Platz für mich drin. Aber bei dem konnte ich dann jetzt doch nicht Nein sagen. Und ich wollte ihn unbedingt haben und da muss ich mich halt ein bisschen einschränken nächste Woche, was ich da reinpacke. Aber man kann es auch theoretisch als Deko benutzen. Also wenn man jetzt, ne, man sieht die Straps ja nicht so. Man könnte die auch einfach irgendwo so in den Raum stellen. Also, mega cute. Ich gucke, wie gesagt, gleich nach den Preisen, weil Shop Disney hat irgendwie nie die Preise dran. Und das letzte Stück aus der Munchkin-Kollektion ist die Mickey Mouse Zimttasche. Umhängetasche. Die ist auch nicht so besonders groß, aber es passt schon ein Geldbeutel rein, Schlüssel, vielleicht ein Labello, die Jahreskarte. Das würde hier schon reinpassen, wenn man sich ein bisschen auch beschränkt. Aber, also, das ist. Die riechen leider nicht. Aber die sind so süß. Ich finde die so knuffig. Also, ich finde die Munchkins sehr generell knuffig, aber mit Kuscheltieren kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Aber mit so Taschen, die man sich dann umhängen kann. Ja, sold, würde ich sagen. Also, das sind die drei Sachen. Es gibt auch noch die Decke, gefällt mir ganz gut. Und es gab auch süße Schlüsselanhänger. Aber wie viele Schlüsselanhänger kann ein Mensch haben? So viele Schlüssel besitze ich gar nicht. So, jetzt gucke ich mal nach den Munchlings-Sachen. So, also der Rucksack war 45 Euro. Es gibt auch noch eine Winnie-Pooh-Umhängetasche. Aber ich bin jetzt nicht so der größte Winnie-Pooh-Fan. Die Decke gibt es auch noch, die mir sehr gut gefällt. Ja, gibt ganz, ganz viele Sachen. Ich gucke gerade noch nach der Mickey-Tasche. Also die Ohren waren auch 35 Euro. Und die Mickey-Tasche gibt es anscheinend nicht mehr. Also die Mickey-Tasche ist wohl ausverkauft. Es gibt noch den Rucksack, die Ohren und die Winnie-Pooh-Umhängetasche. Ich glaube, die Mickey-Tasche war auch 32, weil die Winnie-Pooh-Tasche kostet auch 32 Euro. Ja, und das war alles von Shop Disney. Machen wir weiter mit so einzelnen Sachen, die ich aus verschiedenen Shops habe. Fangen wir an mit einem Fischerhut. Ich habe ja gesagt, es kommen zwei. Und das ist einfach ein komplett weißer Fischerhut mit einer Mickey hier vorne. Und die hat Daria, Brina und mir gekauft bei Müller. Für 15 Euro gab es die da. Es gab auch noch verschiedene andere Cappies und so weiter. Und wir haben uns halt für den weißen entschieden, weil im Sommer passt einfach so zu viel. Hatte ich euch jetzt im Phantasialand an und hat echt, mir war gar nicht heiß damit. Daria war ja auch dabei und ich habe gefragt, ist hier gar nicht heiß in dem Hut? Nee. Also
ein neuer Fischerhut in meiner Kollektion. Ich weiß gar nicht, mittlerweile habe ich auch so viele Fischerhüte. Aber es kam jetzt heute wieder ein neuer dazu aus dem Disneyland. Als nächstes habe ich dann einen Top, was mir Brina im Primark gekauft hat. Das hat 8 Euro gekostet. Ist einfach so ein Mickey Mouse rosa Crop Top. Und ich habe ja auch viele Röcke und so Hosen. Im Try-On habe ich so eine Hose an, die relativ hoch geschnitten sind. Und da finde ich diese Crop Tops eigentlich relativ praktisch. Und ja, ist ganz schick. Und ich habe auch noch nicht so viele Crop Tops. Und das Outfit im Try-On gefällt mir echt gut. Dann gab es eine neue Bluse. Ich habe auch mittlerweile schon so viele Blusen. Aber irgendwie denke ich mir, ach, für die Arbeit eine neue Bluse. Aber jetzt habe ich schon gefühlt so viele. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, weil die habe ich beim Eddie gesehen, beim Disney Eddie auf Instagram. Habe ich gesagt, boah, woher hast du diese geile Bluse? Hat er mir doch den Link geschickt und die Marke heißt Sinsai. Sinsai? Ich weiß nicht, ob es so ausgesprochen wird. Und es war die letzte, die ich in S bekommen habe. Aber die ist so mega schön. Also, ja, das ist die. Wie gesagt, Größe S. Fällt relativ groß aus. Also ist groß geschnitten, passt mir echt gut, fällt locker. Und dieses Motiv, also überall diese gezeichneten Mickeys, finde ich mega schön. Ja, war echt schockverliebt und sie war gar nicht so teuer, aber jetzt ist hier auch kein Preis dran. Ich glaube, sie war 25 Euro. Also die Marke ist nicht teuer, wie gesagt, kommt aus Polen. Also der Versand kam aus Polen und sie heißt Sinsai. Könnt ihr mal gucken, was da noch für Disney-Sachen gibt. Wie gesagt, wenn es die noch gibt, verlinke ich euch sie unten. Also schaut mal in der Infobox vorbei. Ja, und das letzte Teil, was so ein Einzelstück ist, habe ich auch schon in der Story gezeigt. Und das war ja jetzt nicht so günstig. Ist von Princess Goes Hollywood. Von denen habe ich auch schon ganz viele, auch so Blusen und Kleider und auch vor allem T-Shirts. Und da gab es jetzt auch eine Disney 100-Kollektion. Und da ist dieser Mantel mitgekommen. Bisschen schwer zu zeigen, aber ihr seht es auch sonst im Try-On. Also das ist es ist ein sehr, sehr dünner Regenmantel oder halt so ein Übergangsmantel, aber ich würde schon sagen, es ist schon wasserabweisend und es ist relativ, also es ist nicht, dass es mega viel warm hält, also jetzt für so kühlere, regnerische Sommerabende oder für wärmere Frühlingstage kann man den auf jeden Fall drüber ziehen und ich finde diese Motive einfach so mega schön. Überall diese ganzen Disney-Charaktere. Chip und Dale ist da drauf. Mickey und Minnie natürlich. Pluto. Haben wir Donald auch drauf. Ja, hier ist der Schnabel von Daisy. Und ja, auf jeden Fall mega, mega schön. Aber wie gesagt, nicht ganz günstig. Ich hatte zum Glück einen 20% Rabattcode. Und ich glaube auch, die Jacke ist aktuell reduziert. Da muss ich jetzt auch mal gucken. Aber sie kostet tatsächlich über 200. Aber ich gucke nochmal, was sie aktuell kostet. Genau, also 198 Euro jetzt mit 20% Rabatt. Ah nee, Quatsch, stimmt nicht. 198 Euro ohne Rabatt und dann nochmal die 20%. Also das hatte ich auch. Genau, ich hatte irgendwas mit 200 im Kopf, aber ich hatte noch die 20% Rabatt. Also ja, gibt auch aktuell den Sale. Gibt es noch in Größe M, L und XL. Und ich habe die, glaube ich, in Größe L. Und die haben auch so Gummibunde in der Mitte. Das heißt, man kann es lockerer oder enger binden, wie man das möchte. Ich sage euch natürlich auch noch gerne die Größe, wenn ich sie finde. Ich glaube 42 oder... Wo steht denn hier die Größe? Mensch. Genau, ich habe Größe L. Habe ich mir auch was gedacht. Ja, also trage ich in Größe L. Geht's weiter mit so ein paar Einzelteilen. Und zwar waren wir ja letzte Woche im Phantasialand. Ich habe es ja schon öfter erwähnt. Und wir saßen da im Restaurant bei unseren Cocktails. Und auf einmal kam der liebe Thibaut vorbei. Er hatte Daniel am Morgen schon geschrieben, dass er uns gerne was geben möchte. Und ist anscheinend wirklich extra dafür ins Phantasialand gefahren. Und hat uns einfach so diese mega schöne Münze Disney 100 geschenkt. Also uns beiden jeweils eine. Und ja, er war so schnell wieder weg und irgendwie waren wir so sprachlos, dass wir auf einmal hier so eine schöne Münze geschenkt bekommen haben. Möchte ich natürlich euch hier auch zeigen. Und ja, an dieser Stelle mal vielen, vielen Dank. Viele von euch haben mir geschrieben, woher man die denn bekommt. Also da es ein Geschenk war, kann ich euch das nicht sagen, aber ihr könnt gerne mal googeln.
ist auf jeden Fall echt super schön. Also bin immer noch sprachlos. Also vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal, wenn du das Video siehst. Wie genau ich sie platzieren werde oder wo, weiß ich jetzt noch nicht, aber bin einfach mega happy. Vielen, vielen Dank. Dann waren wir ja im Legoland. Genau, und an der Stelle kann ich nochmal sagen, also ich weiß, Disney in Paris kommt noch, aber es gibt ja die Disney 100 Figuren, die Lego 100 Figuren. Und wenn wir gerade schon beim Thema Lego sind, dann machen wir da doch direkt weiter. Ich habe mir 5 Mystery, es sind ja Mystery Bags, im Disney in Paris gekauft und 3 im Legoland. Kommen wir auf 8. Und ich hatte nur einen doppelt, wo ich sehr happy drüber bin. Kosten jeweils 3,99 und ich kann euch schon mal sagen, ich habe eine liebe Followerin, hat mir noch, ich weiß nicht wie viele Packungen nochmal geschickt, weil sie die über hatte und die mache ich dann demnächst auch noch auf und mache dazu ein Reel und ein TikTok und zeige ich euch dann im Juni-Haul, ob ich dann alle komplett habe. Also insgesamt habe ich jetzt 7 Figuren und es gibt ja 18, das heißt es fehlen mir noch ein paar, aber welche ich jetzt habe, ist einmal Robin Hood. Genau. Dann der Vater von Coco. Daniel fällt auch der Name nie ein. Jetzt fällt mir auch gerade der Name nicht ein. Dann Cruella. Dann die Herzkönigin. Dr. Facilier. Baymax. Und Jiminy Cricket, und den habe ich jetzt doppelt gehabt. Also das war der einzige, den ich doppelt hatte. Und die ich jetzt entweder doppelt haben werde oder die ich noch nicht aufgemacht habe, weil ich vorher schon alle habe, werde ich dann wahrscheinlich auf Instagram verticken, wenn man das so sagen kann. Also ich werde die dann auf Instagram in der Story posten und wer dann Interesse hat, schaut da gerne mal dann in meiner Story in den nächsten Tagen vorbei. Ich kann sie erst verschicken, wenn ich in Deutschland bin. Was darauf die Woche ist. Ja, also das gab es jeweils. Und dann haben wir mir noch Schlüsselanhänger im Legoland gekauft. Die waren, ich weiß aber leider die Preise nicht mehr. Ich glaube, die waren so 7, 8 Euro. Einmal Grogu. Ist der nicht süß? Ist der nicht süß? Und passend dazu musste natürlich auch Mandalorian. Und jetzt sage ich schon wieder Schlüsselanhänger. Ne? Man hat gar nicht so viele Schlüssel, wie man Schlüsselanhänger kaufen könnte. Ja, aber auch noch mal Mando und, jetzt hat nichts mit Disney zu tun, aber ich zeige es euch trotzdem, noch Harry Potter, meine zweite große Liebe. Ja, also das ist im Legoland mitgekommen und dann gab es ja noch diesen Stein bei der Lego Factory, kostenlos. Und das war extra ein Stein zum 21. Geburtstag des Legolands, das ist ein limitierter Stein. Wir sind ja im September noch mal da und dann gibt es wohl noch einen anderen, also kriege ich noch einen zweiten Stein. Also richtig cool. Und dann gibt es noch eine Sache, also nicht irgendwie zusammenhängend im Shop. Daniel hatte das Buch in der Story gepostet. Ich zeige es euch, also das hier. Ich hatte das auch bestellt bei Amazon vor Monaten schon. Und dann gab es halt ein Lieferdatum, als ich es bestellt habe. Und dann irgendwann wurde es abgesagt. Also irgendwie, es wurde immer verschoben und dann gab es irgendwie gar kein Datum mehr. Und als Daniel dann das Buch in seiner Story gezeigt hat und gesagt hat, er hätte mehrere, auch vorsichtshalber mehrere bestellt gehabt und jetzt die über, habe ich gesagt, ja, dann verkauf's doch mir. Habe auch keinen Freundschaftsrabatt bekommen. Ich habe 47 Euro bezahlt, so viel wie es kostet. Und das ist das Buch zum 100. Geburtstag. Ich habe tatsächlich noch gar nicht reingeschaut. Es ist auf Englisch und ich glaube, er hat es auch bei Thalia bekommen oder so. Also wenn ich es irgendwo finde, jetzt, wenn es nicht bei Amazon online ist, sondern bei anderen Shops, dann verlinke ich es euch unten. Und ja, da gibt es halt, hier war die Quittung hier noch drin von Thalia. hat er zweimal gekauft. Also da habt ihr dann so Kostüme, sehe ich hier, und zu verschiedenen Filmen, Steamboat Willie, Theme Parks, also echt schön. Und jetzt zum 100. Geburtstag auf jeden Fall, es macht sich auch schön im Regal. Also dieses Holo, die Holo-Optik ist ja gerade irgendwie Trend. Ja. So, und dann habe ich ja schon gesagt, die Disney-Lego-Figuren, da, Mystery Bags, die mache ich dann demnächst noch auf. Seht ihr dann im Juni-Haul, welche ich dann noch bekommen habe und behalten habe. Und das andere, was ich noch bekommen habe im Mai, habe ich gestern, also das Video ist gestern online gegangen, habe ich da schon gezeigt.
Und zwar meine D23 Mickey Mouse Statue. Die ist auch noch angekommen, worüber ich sehr happy bin, wer es interessiert, was sich da auf sich hat mit der Mickey Mouse D23 Statue, wie man die bekommt, was ist eigentlich D23 Membership, dann schaut doch in dem Video vorbei, was gestern online kam. Verlinke ich euch gerne auch noch bei dem i. Und auch eine Sache, die nichts mit Disney zu tun hat, ich trotzdem mit euch teilen möchte. Wir waren ja im Park Asterix als Truppe zum ersten Mal. Und wenn euch das Video interessiert, schaut auch gerne mal vorbei auf meinem Kanal. Wir hatten einen so wunderschönen Tag. Wir waren so überrascht von diesem Park. Der hat uns einfach umgehauen und wird auf jeden Fall nicht der letzte Besuch sein. Und wir haben uns dann dieses Bild hier gekauft. Es war nicht günstig. Jeder von uns hat einmal dieses Bild bekommen. Und ja, das können wir uns jetzt hier, oder das kann ich mir jetzt hier in die Wohnung stellen. Und ja, es ist einfach eine schöne Erinnerung an einen wunderschönen Tag im Park Asterix. Und zum Abschluss, wie immer, zeige ich euch die Sachen aus dem Disneyland Paris. Und ich war ja zweimal im Mai da, einmal Anfang Mai mit Daniel und Sven zur Eröffnung von It's a Small World. Und da waren wir auch noch Ende Mai da für einen Tag. Und ja, da gingen wieder ein paar Sachen mit. Und zwar einmal, Daniel hatte schon die Ohren gekauft, die Mickey Mouse Ohren. Zum 30. Geburtstag, darauf haben wir echt lange gewartet und endlich kamen sie, gefühlt schon fast am Ende des 30. Geburtstags. Und ich meine, die kosten auch mittlerweile 35 Euro, aber ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ich habe das Preisschild nicht dran, auf jeden Fall 30 oder 35 Euro. Und dazu, also am letzten Tag des 30. Geburtstags sind wir ja im Park mit Brina auf jeden Fall und wir überlegen uns schon die ganze Zeit, wir brauchen ein Outfit zu diesem Hut, zu diesen Ohren. Und ich hätte gern irgendwie einen Anzug oder so in dieser Holo-Optik. Also wenn ihr irgendwie wisst, wo es solche coolen Anzüge in dieser Farboptik gibt, dann schickt mir gerne Links über Instagram oder Facebook. Wir würden uns wahrscheinlich sehr freuen, wenn wir dazu ein passendes Outfit finden würden. Dann ist einmal Abu mitgekommen, eine neue Schulterpuppe. Die hat 20 Euro gekostet, ohne Jahreskartenrabatt. Die wurde zwischenzeitlich zurückgerufen, weil der Magnet irgendwie nicht funktioniert hat, habe ich gehört. Ich habe jetzt meine noch nicht getestet, ob sie hält. Wo ist denn hier der Magnet? Bei Abu. Hier vorne. Ich mache mal ab, gucke ich mal, ob es hält. Also, scheint jetzt nicht der stärkste Magnet zu sein. Sehe ich gerade. Bisschen fail. Also tatsächlich, Abu sitzt nicht so gut. Ich muss mal noch einen Magneten dran kleben. Kann man ja, es gibt ja so Magneten, die man vielleicht so dran nähen könnte oder so. Ich bin ja nähbegabt, das kriege ich schon hin. Also ja, Abu ist anscheinend ein Fall. Dann gab es ein Pin, habe ich mir geholt, Baby Yoda und Mando. Ich glaube, der war 8 oder 9 Euro. Dann zur Eröffnung von Small World gab es Eröffnungskarten, diese Sammelkarten. Das sind irgendwie jetzt wie Pokémon-Karten. Jeder sammelt irgendwie diese komischen Sammelkarten. Und es gab auch eine zu It's a Small World. Ich habe sie persönlich nicht bekommen, aber der liebe Ivo hat mir eine überlassen. Und da hinten ist zum Beispiel der Songtext drauf. Und ja, ist ganz süß zum Sammeln. Ich habe ja schon einige. Und jetzt zu Donalds Geburtstag zum Beispiel gab es jetzt auch eine. Und, hier sind die Lyrics drauf. Da gab es hier noch so einen Flyer mit irgendwie einem Ausmalbild von It's a Small World und irgendwie so ein Quiz und halt ein paar Informationen zu It's a Small World. Also vielen Dank, Ivo, an der Stelle, dass du mir die Sachen übergeben hast. Und eine liebe Followerin versucht auch noch für mich oder hat versucht, mir die Donald-Karte zu holen. Mal gucken, ob sie fündig war. Dann gab es den Fischerhut. Wir waren ja sonntags da und es hat geregnet und ich hatte die teuren Ohren dabei vom 100. Geburtstag und da dachte ich mir, nee, holst du dir jetzt den Fischerhut, der zweite Fischerhut. Es gibt ja verschiedene Farben, zu dem passend zu den Spirit-Jerseys und ich habe ja auch schon den schwarzen Spirit-Jersey, deswegen dachte ich, okay, holst du dir den, auch nicht günstig, kosten 40 Euro diese Fischerhüte. Gibt es auch in Gelb, in so ein Fliedergrau und in Grün und wie gesagt in Schwarz. Passend dazu gibt es auch noch die Spirit-Jerseys. Jetzt muss ich kurz einen Schluck trinken. Und während des Trips Anfang Mai habe ich mir dann noch diesen Hoodie mitgenommen. Den finde ich ja super schön. Ne? Also den gab es jetzt auch neu, als wir da waren. Der hat 65... Oh, das waren die Lego-Figuren, die hier noch stehen. Naja. Heben wir sie mal kurz auf. Es ist nichts passiert. Keiner wurde geköpft.
Also der Hoodie 65 Euro und der ist so schön. Also ich trage hier, glaube ich, habe den in Größe M. Ne? L. Quatsch, S sogar. Ja, ich habe den in Größe S. Ich habe den anprobiert und die anderen meinten, ne, M war zu groß. Das weiß ich noch, die Diskussion im Emporium. Ja, hinten steht Design Paris drauf. Ist halt ein Unisex-Pullover, deswegen für Männer und für Frauen, deswegen wahrscheinlich fällt er ein bisschen größer aus. Ja, so sieht er aus und ich liebe ihn, bin sehr, sehr happy. Und zu guter Letzt gab es ein Bild von Madame Hubert. Da gab es ja auch die neue Kollektion jetzt mit dem Schloss. Da gab es auch noch Donald und Phantom Manor. Kostet 40 Euro jedes Bild und ich habe ja schon Mickey mit dem 30. Geburtstagsschlüssel. Aber noch kein Platz gefunden ist, aufzuhängen. Wo ist das hinkommt, weiß ich auch noch nicht, aber ich habe sie jetzt schon mal. Also bei mir ist aktuell immer, ich kaufe dann und dann gucke ich mal, wo ich es irgendwann mal hinstellen werde, weil ich lebe aktuell aus Koffern und Umzugskartons, aber irgendwann wird das auch ein schönes Plätzchen finden. Aber ich finde es sehr schön, handgezeichnet, natürlich jetzt nicht das, aber das Original wurde handgezeichnet. Und ja. Gibt es auch im Park, auch die anderen gibt es auch noch. Also es ist jetzt nicht so heiß begehrt, aber bin froh, es gehabt zu haben. Oder ich bin froh, es zu haben. Ja, das war's. Das war alles, was ich im Mai geshoppt habe. War jetzt wieder einiges dabei, muss ich sagen. Und ich musste auch immer alles irgendwie zusammenführen. Das heißt, entweder nehme ich das Video halt in Deutschland auf oder ich muss alles hierher schleppen und dann wieder zurückschleppen. Aber für euch mache ich das natürlich gerne. Ja, also das war mein My Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat, wie immer. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.